So Congress isn't only about techie meetups. Congress ist nicht nur über Tech-Meetups, es geht auch um Persönlichkeiten, es geht um Menschen. Und was passiert, wenn die Blockchain und Social Connection miteinander aufeinandertreffen und ein Baby zeigen? Naja, Scuttlebutt, das dezentralisierte soziale Netzwerk, wird uns jetzt vorgestellt. Dankeschön. So, hello. Hallo. Sonna. Ich bin Sonna. Oder bekannter als Self. Das ist mein Profilbild. Aber ja. Ich bin Self Sonna und ich habe einen Hintergrund in Digital Fabrication für 7 Jahre, also in der FabLab-Szene. Und ein Grant Writer, also ein Antragsschreiberin für Scuttlebutt. Also, was ist Scuttlebutt? Können wir kurz mal schauen, wer in diesem Raum hat schon von Scuttlebutt gehört? Ja, circa die Hälfte des Publikums zeigt auf. Das sind schon einige. Okay, zweite Frage. Wie viele Leute sind auf Scuttlebutt? Das sind nicht alle von euch, die davon gehört haben, aber trotzdem. Ja. Für alle anderen werde ich euch jetzt Scuttlebutt vorstellen. Scuttlebutt, das ist ein wirklich merkwürdiger Name, oder? Scuttlebutt bedeutet ursprünglich, kommt aus der Seglersprache und es steht für einen Wasserbehälter. Und es ist ein Slangwort für Gossip, also Tratsch. Scuttlebutt ist erstellt worden von Dominic, als er damals auf einem Boot gesessen ist. Und da hat er sich überlegt, naja, also ich sitze da jetzt auf einem Boot, aber ich möchte mit all meinen Freunden reden. Und da hat er sich überlegt, dass er ein Protokoll erstellen will, natürlich. Und in dem Moment Scuttlebutt war geboren. Es ist ein Peer-to-Peer-Tratsch-Netzwerk. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Es ist nicht ein zentralisiertes System. Die meisten Menschen hier sollten so ein Diagramm schon mal gesehen haben. Schauen wir nochmal zurück, schnell. Okay, passt. Es ist mehr wie so. Also es ist ein verteiltes Netzwerk. Also verteilt, nicht dezentralisiert. Es sieht so ungefähr aus wie das. Das ist übrigens ein Bild von dem echten Netzwerk von Andrew Stultz. Und das ist ein echtes Bild von dem Nutzer Mix. Also ganz einfach erklärt ist es so ungefähr so. Es gibt Freunde und es gibt die Freunde von Freunden und du kannst das sehen und auf deinem eigenen Computer speichern. Und dann gibt es die Freunde von Freunden von Freunden. Und das kannst du nicht sehen, aber du kannst das speichern. Außer ihr verwendet ein bestimmtes Programm, dann kannst du das auch sehen. Aber darüber hinaus gibt es möglicherweise auch Netzwerke, die du gar nicht, von denen du gar nicht weißt, dass sie existieren. Also, um das nochmal zu erklären, bedeutet das, dass das nicht bedeutet, dass alle anderen wissen, dass du existierst. Und die Sache ist die, das sehen wir dann nachher, die Sache ist die, wir wissen nicht, wie viele Nutzer wir haben. Es ist unmöglich für uns, um zu wissen, wie viele da draußen sind. Nun, das heißt, es gibt Gemeinschaften, die sowas in einem Mesh-Netzwerk verwenden oder sonst irgendwas. Und irgendwas war jetzt physisch unmöglich mit dem Protokoll. Gut, das sind die
Basics. Es gibt auch sogenannte Pubs. Die lösen das Problem, na, was, wenn ich Leute treffen will, die außerhalb meiner Freunde sind. Eben. Und in einem Pub. Und die beste Analogie ist wirklich ein physisches Pub. Man geht dahin, man kann Leute treffen, die sind außerhalb deines Freundeskreis. Man kann mit denen reden, man hält deren Tratsch über dich und deine Freunde. Und du kannst denen deinen Tratsch über deine Freunde erzählen. Und ja. Und das Scuttlebutt-Protokoll repetiert hier sehr stark, wie echte menschliche Kommunikation funktioniert, im Gegensatz zu zentralisierten Systemen, wo ich alle Daten von allen nehme und dann allen alles weitererzähle. Und das Ganze hat vier Eigenheiten, die Scuttlebutt zu eigen sind. Einerseits hat man die gemeinschaftliche Datenprivatheit. Es ist unmöglich, die Daten von anderen zu sehen, außer sie sind nahe zu dir in deinem Netzwerk. Man hat die Offline-Nutzbarkeit. Der überrascht die meisten Leute, weil man denkt sich, ja, Internet, man braucht Verbindung. Nein, braucht es nicht. Braucht man nicht. Es ist komplett nutzbar in Mesh-Communities und über Sneakernet. Die dritte Eigenheit ist das gratis Zuhören. Oder freies Zuhören. Das ist ein bisschen Design, aber es ist sehr wichtig. Es gibt kein von oben nach unten, von oben herab Zensur, sondern man kann auswählen, wen man blocken will. Es wird niemandem das Recht weggenommen zu sprechen, sondern man kann entscheiden, wen man zuhören will. Und die vierte Eigenschaft ist, dass man an Hardware gebunden ist. Die SSB-Accounts, das ist das Protokoll unter Scuttlebutt, sind das Gerät gebunden, wo sie drauf sind. Es gibt keine Passwörter und es ist schwieriger, auf mehrere Geräte zu verteilen. Genau, wenn man einen Account hat, dann kann man nicht mit dem gleichen Account auf dem Mobilgerät und auf dem Computer einloggen. Was passiert, wenn man sein Gerät verliert? Wenn man an die Hardware gebunden ist, dann ist das doch ziemlich doof. Ist mir auch schon passiert. Und da kommt Dark Crystal dazu. Und jetzt hoffe ich, dass das Ben recht ist, weil das haben wir schon mal gemacht und er wird jetzt etwas über Dark Crystal erzählen. Also der Kern von solchen Peer-to-Peer Technologien ist, dass die Person, die hier kommuniziert, die einzige Person ist, die einen Private Key in ihrer Kontrolle hat. Stellt euch etwas Wertvolles vor, wenn ihr das verlieren würdet, das würde richtig wehtun. Nicht irgendwie die Bankkarte, da könnt ihr zu einer zentralen Autorität gehen und das wiederholen. Wenn ihr euer Passwort für Facebook vergesst, könnt ihr zu Facebook gehen und euch ausweisen und kriegt wieder ein neues Passwort. In Peer-to-Peer-Systemen gibt es keine solche Firma, gibt es keine zentrale Autorität, wo ihr hingehen könnt und durch irgendeinen Prozess durchgehen könnt, um euch wieder Zugang zu verschaffen. Wenn ihr also euren privaten Schlüssel verliert, dann war es das halt in der Peer-to-Peer-Welt. Das ist deine digitale Identität und wenn du die verlierst, dann war's das. Passwortmanagers sind schwierig und ein großer Teil der Bitcoins, die je gemined wurden, sind vermutlich für immer verloren. Und das ist ein Problem, das dringend gelöst werden muss. Und mit Dark Crystal haben wir versucht, dieses Problem zu lösen. Wenn ihr Harry Potter-Fan seid, dann denkt mal an Horcrux und sonst ist es ein Mechanismus, welcher
menschliche Beziehungen und Vertrauen nutzt. Ich kann sagen, aus meinen fünf meinen Freunden, meinem Vater, Mutter und noch drei besten Freunde, dann können genug von denen zusammenkommen und mir wieder Zugang verschaffen und mir das ursprüngliche Geheimnis wiedergeben, ohne dass sie Teile davon haben und ohne dass sie das Geheimnis ohne mich wiederherstellen können. Ich hoffe, das hilft. Also danke schön, Dan, der in der ersten Reihe sitzt. Oh, sorry about that. You're what? Okay. Another Kiwi, that was. I have yet to actually meet Dan. Noch ein Neuseeländer. Also ich muss eigentlich Dan noch zum ersten Mal treffen und ich dachte, das wäre er, weil es ein Neuseeländer ist, aber das war er gar nicht. Ich werde jetzt noch herumlaufen und versuchen, diesen Dan zu finden. Okay. Auf jeden Fall, das ist Dan. Hier ist der Gründer von Blockades und ein erfahrener Krypto-Guru. Okay, so wie verwende ich jetzt eigentlich Scuttlebutt? Das könnte zum Beispiel so aussehen. Das ist Patchwork. Patchwork ist der empfohlene Client, wenn du anfängst, Scuttlebutt zu benutzen. Aber es gibt viele andere. Also erinnert euch nochmal dran, Scuttlebutt ist ja nur das Protokoll. Es gibt ganz viele verschiedene Clients und Applikationen, die man verwenden kann. Zum Beispiel Manyverse, das ist der Smartphone-Client, der empfohlene Patchbay. Das wird verwendet für Dark Crystal derzeit. Das ist ein bisschen experimentell und lässt sich einfacher verändern. Dann gibt es noch TikTok. Das schaut ein bisschen aus wie ein Blog. Und es gibt auch spezialisierte Applikationen. Man muss ja nicht nur Social Media über Scuttlebutt machen. Man kann zum Beispiel auch Schach über Scuttlebutt spielen. Das wurde anscheinend von dem Neuseeländer in der ersten Reihe entwickelt. Es gibt auch Buchempfehlungs-Applikationen oder Skillsharing-Applikationen. Da gibt es alle möglichen Optionen, wenn es darum geht, Verbindungen zwischen Menschen herzustellen. Dafür kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Wie passt Scuttlebutt in die Zukunft? Das ist eine sehr spannende Frage. Habe ich das nicht hinzugefügt? Da war noch ein GIF. Ja, da kommt das GIF. Das ist lustig. Naja, jetzt habt ihr über Scuttlebutt gehört, jetzt wisst ihr, was das ist. Wir können jetzt mal über die Zukunft reden. Also, können wir mal schauen, ob wir eine Welle zusammenbekommen von hinten durch das Publikum hin und her. Schafft ihr das? Okay. Los geht's. Steh auf da hinten. Und los geht die Welle durch das Publikum. Und die Welle hat schon gestoppt, aber jetzt fängt sie wieder irgendwo an. Ja, das wird ja fast noch. Und es hat funktioniert. Gut gemacht, alle miteinander. Okay, gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Also, wir reden über die Zukunft und wir reden über Solarpunk. Solarpunk ist ein gemeinsames Zukunftsansatz, eine Möglichkeit ist, sich die Zukunft anzusehen und wie man die Zukunft verändern kann. Also, es gibt viele unterschiedliche Ansichten, wie die Zukunft aussehen könnte. Zum Beispiel so wie ich da jetzt, also ich rede ja, also werde ich meine Ansicht anzeigen.
und vielleicht auch die von ein paar Freunden von mir. Aber natürlich gibt es so viele Ansichten, wie es Menschen gibt. Vieles davon sind Fakten, anderes ist mit einer Prise Skepsis zu betrachten. So, also da hatten wir nochmal die Welle. So, wir kommen aus einer Ansicht, die über eine digital fabrizierbare Gesellschaft spricht. Also, wir überlegen uns, wie man Scuttlebutt mit der Umwelt zusammenbringen kann. In einer Zukunft, in der wir nachhaltig leben. Auf eine positive Art und Weise. Dafür gibt es ein paar Zutaten, die notwendig sind, die ich jetzt mal ausgewählt habe. Zum Beispiel die Fab City, Maschinen, die Maschinen bauen, Open Source, Ökologie und zu Hause produzierte Elektroniken. Also fangen wir mal mit den Fab Cities an. Das ist eine Initiative, die sich abgespaltet hat vom Fab Life Movement. Dabei geht es darum, dass es global vernetzte Städte gibt, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Es gibt sehr viele davon und die sind alle in einem Netzwerk verbunden, die sich selbst für lokale Erzeugung einsetzen. Da ist Paris, Barcelona, Seoul und so weiter und so fort. Das ist die eine Zutat. Die zweite Zutat sind Maschinen, die Maschinen bauen. Das ist die Zutat, die alles beschleunigen kann. Naja, also ja, wir wollen schon lokal alles produzieren, aber soll jeder Geld darauf verbrauchen, um das lokal zu tun? Naja, wenn wir Maschinen haben, die Maschinen bauen, dann haben wir diese unglaubliche Geschwindigkeit. Und die Idee von Maschinen, die Maschinen kreieren, wurde in Oslo, in Felleswerkstedet, in einem Hackerspace in Oslo, erfunden. Und die haben die erste Large-Scale, also große CNC-Fräse gebaut, die sich selbst produzieren kann. Also man kann eine kleine CNC-Fräse mit demselben Design bauen, mit einer größeren. Und eine CNC-Fräse ist genau das, was man braucht, um andere Maschinen zu bauen. Das ist schon ziemlich cool. Was gibt's denn noch für Maschinen, die wir alle bauen wollen, um uns selbst erhalten zu können? Da geht's dann um die Open Source Ökologie. Ein Projekt, wo wir versuchen, 50 verschiedene Agrikulturmaschinen zu bauen, um Essen anbauen zu können und das ganze Wirtschaftssystem hinter Agrikultur zu verändern. Da gibt es ein Projekt namens Romi, also Robotik für Mikrofarmen. Die haben auch viel Geld jetzt bekommen von der Europäischen Union. Und in Barcelona entwickeln die Systeme für kleine Bauernhöfe. Hier sieht man eine Karte von ganz Europa, wo es solche Farmen gibt. Und dort versuchen sie mit Robotik Lebensmittel anzubauen. Dann gibt es noch eins, nämlich Libre Silicon. Das ist zum ersten Mal, dass wir Computer einfach so bauen können. Genauer gesagt, in dem Fall jetzt Halbleiter, was so der Teil war, der immer gefehlt hat. Ein anderes Projekt ist ein ISP-Programmierboard, das standardisiert ist vom MIT. Yeah.
Und das ist wieder ein Beispiel, wie einfach es ist, Elektronik frei zu produzieren. Das ist ja alles ziemlich cool, aber was bedeutet das? Also, um das zusammenzufassen, benutze ich eine Analogie. Und die Analogie beginnt mit Schuhen. Sagen wir, ihr wollt Schuhe. Das brauchen wir ja alle, benutzen wir alle. Ihr wollt Schuhe, aber ihr wollt sie nicht kaufen. Also entscheidet ihr euch zu lernen, wie man Schuhe macht. Wunderbar, nicht wahr? Aber die Nachbarn wollen auch Schuhe. Und bisher haben wir es so gemacht, dass halt, wenn eine Stadt einen Schuhmacher hat, musste die andere Stadt auch einen Schuhmacher haben. Und alle haben separat Schuhmachern gelernt und das war viel Aufwand und viel Zeit. Da musste viel Zeit drin investiert werden, Schuhmachern zu lernen. Und was wäre jetzt, wenn eine Person das lernen könnte und dann teilt man das Open Source, wie das gemacht wird und jetzt können alle Schuhe bauen. Wuhu! Wow, unglaublich. Und wie wäre das jetzt, wenn wir auf Dörfer hätten, auf der ganzen Welt, welche eben Schuhe und WCs und alles Mögliche machen können und die sind alle über ein Netzwerk verbunden und können das alle miteinander verteilen und können miteinander das Wissen miteinander teilen, wie man so leben kann. Kurze Randbemerkung. Ich habe vor kurzem davon gehört, vom europäischen Zukunftsforschungsdirektor. Bin mir nicht sicher, ob das der richtige Titel ist. Dass es gewisse Ansätze gibt, Mikrofabriken zu bauen statt Geschäfte und dann geht man mit den alten Schuhen und dann wird das direkt vor Ort produziert und man muss nur noch die Ressourcen kaufen? Gut, und dazu brauchen wir digitale Dateien. Und wie verteilen wir die? Nun, die Wege, unsere Verbindungen hier sind in der jetzigen Gesellschaft eher kompromittiert und darum bin ich bei Scuttlebutt gelandet. Und ich habe darüber gesprochen, ja, wenn wir diese neue Gesellschaft bauen wollen und die Sachen, die Welt verändern wollen, dann brauchen wir einen Kommunikationsweg, der dazu auch passt. Und Alex, der hier an Scuttlebutt gearbeitet hat, hat dann gesagt, hast du noch nie von Scuttlebutt gehört? Ich so, ja, was ist das? Und oder von IPFS oder ähnlichen Projekten. Nein, habe ich noch nie gehört. Was ist das? Und dann kam ich zu Scuttlebutt und die Geschichte geht weiter. Zurück zu dem, wo wir vorher waren. Digitale Dateien. Und wie wir sie verteilen können. Um sie frei zu bewegen können, brauchen wir neue Protokolle. Und das können IPFS und Scuttlebutt. Neue Protokolle könnten Freiheit der Information bedeuten und Scuttlebutt könnte Informationsfreiheit bedeuten. Willkommen im Scuttleverse, im Scuttleversum. Das war's von mir. Dankeschön. Thank you, Senna. Vielen Dank, Senna. Haben wir noch Fragen im Raum?
Please go to the microphone number one or number two, because the people on the stream also want to hear you. So who's the first one? Two, one. I think number two was the first. So your question, please. So how does ScuttleBot actually work? What's the transport layer? What's the transport? Was ist hier das, die Transportebene? Benutzt ihr Wi-Fi, Bluetooth? Wie läuft das? Wie vorher erwähnt, könnt ihr alles verwenden. Ihr könnt es über SneakerWeb. Es gibt Gerüchte, dass man es über Bluetooth machen kann. Man kann es über Mesh-Netzwerke oder reguläres Wi-Fi machen. Such dir selber aus. Du kannst es mit dem Radio machen, wenn du willst. Mit dem Funkgerät. Was ist implementiert? Im Moment, wie gesagt, Leute arbeiten an Bluetooth. Ich dachte, Funkgeräte sind bereits... Nein, doch. Okay, Funkgeräte. Dann gibt es Protokolle für Mesh-Netzwerke. Da wird zumindest gearbeitet. Das finde ich am spannendsten. Da bin ich am meisten dran. Dann natürlich normales Wi-Fi. Das funktioniert auch. Microphone number one, please. You stated that information spread via Scuttlebot won't travel more than 3 degrees of separation. Du hast gesagt, die Information über Scuttlebot geht nicht über mehr als 3 Ecken. Aber wie sieht's mit Pubs aus? Wird er nicht die, wenn jemand in einen Pub geht, wird er nicht sein ganzes Netzwerk über das Pub zu Pub verteilen? Und dann müsste man ja irgendwann einen komplett verbundenen Graphen kriegen. Ja und nein. Also was zu Beginn hier jetzt in den Anfängen passiert ist, dass das tatsächlich relativ oft passiert. Weil die Gemeinschaft so klein ist, kommen viele Leute in ähnliche Pubs und dann kriegt man ein ziemlich zusammenhängendes Netzwerk und einen zusammenhängenden Use Case für die Pubs. Es ist aber sehr einfach, dass du nur dein eigenes Pub oder das Pub deiner Freunde besuchst oder gar keine Pubs besuchst. Das ist nicht wahnsinnig empfehlenswert, aber kann man machen. Ja. Ich glaube, das beantwortet etwa die Frage. Ne, nicht. Okay. Could you a little bit closer go to the sure. microphone? Do you hear me now? Yes. Okay, so you know how people use social media, they want to talk to their friends. No, a little bit closer. They want, like, okay, talk to their friends. Du weißt, wie Leute soziale Medien benutzen. Sie wollen mit ihren Freunden sprechen. For example, like, if a person, I'm sorry, I forget my question. Okay, so if a person, like, wants to talk to their friend on Facebook, they know that their friend has a Facebook account. Wenn jemand mit einem Freund auf Facebook sprechen will, dann geht er auf Facebook, macht einen Facebook-Account und kannst du miteinander sprechen. Aber bei so einer kleinen Gemeinschaft, wie bringt ihr Leute dazu, euch beizutreten, wenn sie nicht wissen, dass ihre Freunde auf der Gruppe sind? Ich glaube, das könnte Andre Stolz besser beantworten, weil er mehr da drin ist, Scuttlebutt unter die Masse zu bringen. Ich glaube, wir sind erst so weit, dass wir zuerst noch etwas stabiler werden müssen, bevor wir die Masse erreichen können. Aber ich glaube, wie bei jedem anderen Netzwerk, das ist immer die größte Frage für alle sozialen Medien, wie kriegen wir Nutzer? Und das wird immer gefragt. Und wir haben halt diese Öko-Dörfer und wir können rumgehen und aufzeigen, wie besser es ist für die Privatsphäre. Oder wie schlimm die anderen sind, dass man stattdessen Scuttlebutt benutzen muss. Aber es ist nicht mein persönliches Ziel,
daher kann ich nicht zu viel dazu sagen. Haben wir noch eine Frage aus dem Internet? Nein. Hello, my name is Matthew. I'm already member for Scuttleverse for 2 years. Mein Name ist Matthew, ich bin schon seit 2 Jahren im Scuttleverse dabei. Können wir ein Familienfoto machen, da wir uns sonst nie im echten Leben treffen? Finde ich eine sehr gute Idee. Nach der letzten Frage sollen doch alle zusammenkommen, die Scuttlebot benutzen, und dann machen wir ein großes Gruppenfoto. In der echten Welt verbinden. So, before even centralized social networks were in existence, people were kind of worried about what happens if someone creates lots of fake accounts. Schon bei den zentralisierten Netzwerken war die Frage, was passiert, wenn jemand einen Riesenhaufen Fake-Accounts erstellt. Wie macht ihr das bei euch? Gibt es da ein zentralisiertes System, welches Fake-Accounts blockiert? Oder? Also nein, es gibt kein zentralisiertes System, um mal das klarzustellen. Wenn jemand einen Fake-Account erstellt, ja, was heißt denn Fake-Account, wenn ich nicht meinen echten Namen benutze? Naja, ich könnte einen Riesenhaufen Bots in dein Netzwerk bringen über diese Three Degrees of Separation, weil ich mit dir befreundet bin, und dann kann ich dein Netzwerk fluten mit Mist. Okay, also da gibt es, das Hardware-Ding ist ein Problem. Du bist ja an die Hardware gebunden und du kannst nicht mehrere Instanzen von Scuttlebot von einem Computer aus nutzen. Da kann man vielleicht drum herum kommen. Und die zweite Antwort ist, naja, man kann Leute blocken. Ja, es geht um das ganze freie Zuhören und keine Zensur. Ja. Auf einer der ersten Slides sagst du, dass das Ganze verteilt und nicht dezentralisiert ist. Kannst du das noch erklären? Honor hat eine große Slide drüber, eine gute Slide drüber. Wenn du nach dem Unterschied zwischen dezentralisiert und verteilt suchst, dann gibt es eine tolle Grafik dazu. Und da hat es das zentralisierte System mit einem großen Knoten und die Haufen kleinen rundherum. Und dann ist das dezentralisierte, da hast du ein paar große Noten und alle kleineren da um diese großen Noten rum. Und dann hast du das verteilte System, und da hast du mehr direkte Verbindungen zwischen Gleichen und halt Peers-to-Peers-to-Peers. Aber wie sieht es denn mit den Pubs aus? Das macht es doch dezentralisiert. Ja und nein, weil man muss die Pubs halt nicht brauchen. So, in this case, I think we're done. Thank you very much. Damit wären wir am Ende, und eine Runde Applaus für Senna. Und dann